Der Brockhaus ist eines der bekanntesten Nachschlagewerke im deutschen Sprachraum. Insgesamt 21 Auflagen wurden davon seit 1800 gedruckt. In den 2000er Jahren begann der Enzyklopädie-Riese damit, die schwergewichtigen Bücher schrittweise zu digitalisieren. 2015 verwandelte sich Brockhaus endgültig zum reinen Online-Produkt. Also Brockhaus Digital ist quasi immer in der Tasche dabei. Das ist ja unabhängig vom Endgerät. Ich habe nicht ein schweres Buch, sondern ich habe es im besten Fall auf meinem Smartphone. Auch die Lehrwerke, auch der Online-Kurs richtig recherchieren, auch die Enzyklopädie oder das Jugendlexikon. Es ist eigentlich immer in meiner Tasche und sofort einsatzbereit. Und das ist für uns ein großer Vorteil, dass wir durch das digitale Produkt auch mobil und flexibel bleiben. Mit ihren Online-Produkten will die Brockhaus-Redaktion vor allem Jugendliche erreichen. Im eigenen Jugendlexikon etwa können sich 13- bis 17-Jährige über Themen in leicht verständlicher Sprache informieren. Wenn Jugendliche online gehen und in eine Suchmaschine einen Begriff eingeben, bleiben wir mal beim Wetter, sind sie oftmals lost, einfach verloren, weil sie eine Vielzahl von Treffern auffinden und sie müssen erstmal eine Medienkompetenz aufbauen, um das überhaupt alles strukturieren und sortieren zu können. Bei uns finden Sie tatsächlich einen Artikel vor, den Sie auf einmal gut verstehen können und alles Wesentliche zum Wetter ist dort präpariert und Sie könnten ad hoc ein Referat damit vorbereiten. Aber auch eigens entwickelte Lehrwerke sollen Pädagogen helfen, Unterrichtsfächer wie Chemie, Physik oder Biologie lebendiger zu gestalten. Wir haben Videos, wir können Animationen, Simulationen bieten. Das ist vor allem für den naturwissenschaftlichen Bereich ja ein enormer Vorteil. Und was natürlich auch unser großer Vorteil ist, wir können unser digitales Lehrwerk direkt mit unserem Jugendlexikon oder auch mit Enzyklopädieartikeln verknüpfen. Und damit das Recherchieren in der Schule von Anfang an gelingt, bietet Brockhaus sogar eigene Online-Kurse für Schüler an. Apropos, wie recherchiert eigentlich der Enzyklopädie-Riese selbst? Wir haben bei den Städten zum Beispiel CityPopulation.com, es gibt von der CIA das Factbook zum Beispiel, es gibt das Statistische Jahrbuch, es gibt das World Book Data, auch da gucken wir nach und da sind Zahlen, die proved sind. Mehrere hundert freie Mitarbeiter unterstützen dabei die 10-köpfige Stammredaktion. Wer sich näher über das Online-Nachschlagewerk informieren will, der kann es auf www.brockhaus.at 14 Tage lang kostenlos testen.